Neben mir sitzt jetzt Herr Professor Dr. Bernward Hoffmann. Er ist Professor an der FH in Münster und unterrichtet Medienpädagogik an der Fachhochschule dort. Außerdem ist er im GMK-Bundesvorstand. Hallo, Herr Hoffmann. Hallo. Hallo. Sie sind schon länger im Bereich des Jugendmedienschutzes aktiv. Wie sicher ist denn heutzutage das Internet für die Jugendlichen? Beziehungsweise gibt es überhaupt noch so einen sicheren Surfraum? Zum einen muss man ja sagen, länger aktiv, Jugendmedienschutz hat sich bislang vor allem mit den klassischen Medien beschäftigt. Mhm. Fernsehen, Kino und so weiter. Und gegenüber dem Internet ist das eine ganz neue Herausforderung, weil einmal die globale Dimension hinzukommt. Also man kann nicht mehr landesweit irgendwie begrenzen oder in einer Institution wie dem Kino begrenzen. Sondern muss eigentlich Regelungen finden, die tatsächlich auch beim Internet Schutz für vor allem Kinder, würde ich sagen, ermöglichen. Und das ist sehr schwierig. Mhm. Ich glaube, dass Kinder tatsächlich heute, dass man sie nicht davor schützen kann, dass sie ungewollt auf Seiten gelangen, die für sie nicht geeignet sind, die sie auch gar nicht sehen wollen. Und dann trotzdem irgendwie fasziniert sind. Und ich denke, dagegen kann man etwas tun. Zum Beispiel, indem Eltern Institutionen befähigt sind, mit entsprechend sicheren Surfräumen zu arbeiten. Also mit Whitelists beispielsweise bei Kindern. Was sind Whitelists, ganz direkt gefragt? Whitelists ist im Grunde ein technisches Filtersystem, wo man sukzessive erweitern kann, welche Seiten Kinder besuchen dürfen. Also wir benutzen das beispielsweise in einem Projekt für Laptops mit Kindern im Krankenhaus, wo dann über einen Filter wir sagen können, die Kinder können auch eine Mail schreiben, wenn sie irgendeine Seite nicht erreichen können, aber wichtig finden, dass sie die erreichen können. Und wir gucken uns das dann an und dann kann dieser Raum nach und nach erweitert werden. Aha. Ist denn Jugendmedienschutz, Sie hatten es gerade schon angedeutet, Sache des Anbieters, der Eltern oder ja der Politiker? Also ich glaube, dass Jugendmedienschutz eine gute Tradition in Deutschland hat, dass es eben eine gesellschaftliche Frage ist. Einerseits steht es in unserem Grundgesetz, zum anderen glaube ich, dass diese gesetzlichen Regelungen tatsächlich dazu dienen, dass dieses Thema präsent gehalten wird. Man darf das nicht verwechseln damit, dass das wirklich funktionieren würde. Auch ich bin in meiner Jugend mit 14 wahrscheinlich in einem Film ab 16 gewesen. Also Lücken gibt es immer. Und das ist ja gerade im Jugendalter gehört es ja auch dazu. Aber trotzdem wird, glaube ich, über diesen Mechanismus Jugendmedienschutz auch in Fragen des Internets gesellschaftlich ausgehandelt, was wir denn unserer nachwachsenden Generation zumuten wollen und darüber auch ein Stück diskutiert wollen, wird ein Stück diskutiert, was wir denn uns selber zumuten wollen. Mhm. Kann man denn Jugendliche vor den jugendgefährdeten Inhalten schützen? Gibt es da Möglichkeiten? Also in der Diskussion war und ist ja nach wie vor, dass über eine Veränderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages, die jetzt neu debattiert wird, eine Filtersoftware akzeptiert werden soll, wo Anbieter sich selbst klassifizieren können, ihre Angebote für eine bestimmte Altersstufe freigeben können. Und auf der anderen Seite Eltern, Institutionen angeboten wird, dieses Filtersystem zu nutzen. Man muss das nicht tun. Aber wenn man es einschaltet, dann sind alle Seiten, die nicht entsprechend gelabelt sind für eine Altersgruppe, gesperrt. Ich finde das vom Grundgedanken her keine abwegige Idee, aber ich finde es sehr, sehr schwierig durchzusetzen, weil für Eltern ist das vielleicht, die unwissend sind, ist es vielleicht wirklich eine Hilfestellung. Und gerade nochmal differenzieren zwischen Kindern und Jugendlichen, für Kinder sicher ein ganz gutes Verfahren. Es wären dann aber auch alle Anbieter, etwa aus den Bereichen der Jugendarbeit, Jugendliche, die sich selbst aktiv beteiligen, in Blogs etc., nahezu gezwungen zu labeln, wenn sie denn dort erreicht werden wollen, wo dieser Filter geschaltet ist. Und es liegt nahe, wenn solch ein Filtersystem offiziell anerkannt ist, dass dann beispielsweise Schulen, Jugendeinrichtungen mehr oder weniger auch von oben angeleitet werden, solche Systeme zu nutzen. Ja, die ganze Thematik sprechen Sie nachher noch in Ihrem Workshop an. Deshalb möchte ich jetzt nochmal auf die Ebene der Jugendlichen zurückkommen. Wie können sich denn Jugendliche davor schützen, vor Datenmissbrauch, vor Belästigung und vor Übergriffen?
Ich glaube, sie können sich in erster Linie dadurch schützen, dass sie ihre Netznutzung ein Stück kritisch gestalten. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich will mich beteiligen. Es gehört ja auch für Menschen heute nahezu dazu, in Social Networks präsent zu sein, gerade für junge Menschen. Wer da nicht vorhanden ist, der kommt in seinen sozialen Bezugskreisen auch lokal, auch real, nur bedingt vor. Aber man sollte Jugendliche dazu befähigen, wirklich sehr kritisch hinzuschauen, was will ich den anderen zur Verfügung stellen, was will ich öffentlich zeigen, und ihnen auch bewusst machen, dass das, was sie einmal öffentlich zeigen, sie möglicherweise viele Jahre, wenn nicht ein Leben lang verfolgt. Was mit 14 man noch lustig findet und was einem egal ist, ist einem mit 22 bei den ersten Bewerbungen vielleicht nicht mehr egal. Ja, man sagt ja auch schön, Internet, das merkt sich alles. Können die Jugendlichen auch schon wirklich kritisch reflektieren oder ist das nur so ein Wunsch vorstellen? Nein, ich glaube, dass das Bewusstsein auch bei Jugendlichen darüber sehr stark wächst. Auch durch die Diskussionen in der Öffentlichkeit, auch durch das, was zum Beispiel unsere deutschen Plattformen SchülerVZ, StudiVZ in dieser Richtung Gutes machen. Facebook würde ich da sehr viel kritischer einordnen als internationale, aber im Augenblick eben sehr boomende Plattform. Trotzdem glaube ich, man kann nur auf diese Karte setzen. Umgekehrt würde ich mir wünschen, dass die Netzwerke und Anbieter allerdings auch gesetzlich dazu gezwungen werden, die Privacy-Einstellungen möglichst rigide zu machen, dass nicht ich mich anmelde in einem Netzwerk und quasi erstmal ist alles offen geschaltet und ich muss dann selber hergehen als junger Mensch und sagen, das will ich aber sperren und das will ich sperren, sondern dass im Grunde erstmal sehr viel gesperrt ist und ich ganz gezielt sagen muss, das will ich aber freigeben. Ja, das wäre wünschenswert, da gebe ich Ihnen recht. Damit verabschiede ich Sie schon von unserem schönen Interview. Und gleich geht es weiter mit Herrn Professor Dr. Jeffrey Wimmer. Bleiben Sie dran. Danke. Danke auch.